Aber 2015 war es wieder ein kreatives und kraftvolles Signal für Frieden und für eine zivile Zukunft in Ansbach und in Westmittelfranken. Es war wirklich schön, dass ihr so zahlreich heute auf der Straße unterwegs wart. Wichtig ist, wir dürfen nicht nachlassen in unserem Kampf für Frieden und zivile Umnutzung. Die nächsten Termine stehen auch schon fest. Am 15. April wird der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Dr. Brauksiebe im Rathaus Burg Oberbach öffentlich sein und zum Thema Fluglärm diskutieren. Ebenfalls am 15. April nachmittags ist eine Demo in Hohenfels geplant, wo ja derzeit die US-Armee im Rahmen des Manövers Saber Junction übt. Am 30. April ist wieder hier was in der Region. Da ist Tag gegen Lärm in Bad Windsheim. Und da würde ich die Bad Windsheimer bitten, mal kurz was zu der geplanten Organisation, Demo zu sagen, was ihr vorhabt. Ja, unser Kampf ist hier und heute nicht beendet. Es geht weiter und dazu möchte ich Sie herzlich einladen, mit uns zu protestieren. Wird stattfinden. Wir werden am 30. April in Bad Windsheim von 18.15 Uhr bis 19 Uhr vor dem Rathaus, dem Bürgermeister und seinen Stadträten zur Sitzung am Tag nach dem Tag des Lärms ordentlich einheizen. Auch dabei werden wir wieder kräftig von unseren einzigartigen Trommlern unterstützt. Und ich möchte Sie herzlich bitten, so viele Lärmutensilien mitzubringen wie möglich. Vielen Dank. Ja, danke Tanja. Also am 30. April bitte alle nach Bad Windsheim. So, und zum Abschluss des Ostermarsches. Einer fliegt schon los mit den Friedensgrüßen. Ich zähle jetzt mal runter und dann lassen wir doch unsere 99 Luftballons gemeinsam los. 3, 2, 1 und ab dafür. Falsche Richtung. So, das war der Ansbacher Ostermarsch 2015. Ich danke allen, die mitorganisiert haben, die gekommen sind, die hier mitgeplant haben. Allen voran natürlich der Technik und dem Uwe Schildbach. Nochmal herzlichen Applaus. Danke, Uwe. Und auch der Ansbacher Polizei. Ich wünsche euch alle ein frohes und friedvolles Osterfest bis zum 30. April in Bad Windsheim. Und das war's mit dem Ostermarsch, die Demonstration ist und es möchte das Versammlungsgesetz so damit aufgelöst. Am 30.